Geht gut. Wurde etwas gekabelt. Mit einem Taster da unten. Ja. Der einfach nur guckt, ob der Roboter in der Station steht. Dann haben wir hier ein schönes Gegengewicht. Hier oben sehen wir den Motor. Sieht alles ein bisschen russisch aus mit Rohr. Ist auch russisch. Alles selber gebaut. Das Gegengewicht ist nötig, damit das Brett durch sein Eigengewicht nicht wieder runterrutscht. Deswegen musste ich das Gegengewicht machen. Ja. Und hier unten sind dann ganz normal zwei Endschalter. Einmal für Tor runter, Tor hoch. Ja. Hier war es ein bisschen knifflig, weil das Brett immer am Ende gewackelt hat. Wäre zu lang, das zu erklären. Funktioniert auf jeden Fall sehr gut.